Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 152 Beistand, zweiter Teil. Kaum war Harry in die Erinnerung eingetaucht, fand er sich bei schönstem Sonnenschein auf einem der Schulhöfe in Hogwarts neben Severus stehend wieder, der ihm gerade mal bis zur Brust reichte. Die Gestalt eines Mädchens mit im Wind wehendem Rock und einer weißen Schleife in ihren roten Haaren kam freudestrahlend auf beide zugerannt und verkündete mit einem klimpernden Sack in der Hand: »Wir können wieder Murmeln spielen!« »Mom«, sagte Harry fasziniert, als er das sehr junge Mädchen betrachtete, die sich auf den Boden kniete und in den Sack griff. »Hast du sie zurückgewonnen?« fragte der junge Severus. »Nein, meine Mutter hat sie mir geschickt. Gegen die aus Ravenclaw spiele ich nicht mehr.« Lily rutschte näher an Severus heran und flüsterte ihm ins Ohr: »Ich glaube, die schummelt.« Der junge Severus musste grinsen, während er fragte: »Woher willst du wissen, dass ich beim Spielen nicht auch schummle?« Lächelnd und von ihrer Meinung überzeugt, erwiderte Lily: »Nein, das tust du nicht.« Ihm auf nette Weise auf den Arm nehmend, sagte sie noch: »Dann würdest du viel öfter gewinnen.« »Wir haben noch 5 Minuten, der Unterricht fängt gleich an«, informierte Severus, der sich trotzdem niederkniete. Erst jetzt bemerkte Harry die kleine Kuhle und die mit einem Stock gezogene Linie im Sandboden, das Spielfeld. Als er sich umblickte, fiel ihm auf, dass Lily und Severus in einer verborgenen Ecke spielten, in der man die beiden nicht sofort sehen würde. »Die haben neue Farben«, sagte seine Mutter. Harry ging um die beiden herum, sodass er direkt auf dem Spielfeld stand, bevor er in die Hocke ging. »Hier, die sind neu«, sagte Lily und zeigte Severus einige grüne, blaue und schwarze Murmeln, die sie in ihren kleinen Händen hielt. »Ich mag die grünen«, kommentierte Severus knapp, bevor ihr schüchtern in die Augen blickte. »Ich mag die schwarzen«, konterte sie, bevor sie flüsternd anfügte: »Die haben nämlich ein Geheimnis.« »Haben sie?« »Ja, sieh her.« Sie nahm eine der schwarzen aus ihrer Hand und hielt sie direkt gegen die Sonne. »Siehst du? Sie sind nicht schwarz. Es sieht nur so aus. Mein Papa hat mir mal gesagt, es gibt gar kein Schwarz. Es fehlt nur das Licht.« Harry liebte seine Mutter. Sie war genauso gutherzig wie die Menschen um ihn herum. Ein genauso guter Freund wie Hermine und Ron. Mit ihrer freundlichen Art schenkte sie Severus ein wenig von ihrer unbekümmerten Kindheit, und das zu ersetzen, was der in seinem Leben bereits hatte einbüßen müssen. Lily war der bedeutendste Dreh- und Angelpunkt in Severus Leben, der alles im Gleichgewicht gehalten hatte. Davon war Harry überzeugt. Es war ungewohnt für ihn, Severus so freimütig lächeln zu sehen, aber es war auch ungewohnt, ihn so jung zu erleben. Bisher hatte er ihn in einer anderen Erinnerung im Alter von ungefähr 15 Jahren gesehen, doch hier waren beide eindeutig Erstklässler. Während seine Mutter so sorgenfrei schien, konnte Harry bei Severus bereits einen für Kinder ungewöhnlichen Ernst ausmachen, der ihn wesentlich älter wirken ließ. Die beiden spielten noch einen Moment zusammen und seine Mutter gewann. Gleich darauf, weil die Zeit knapp wurde, stellte Lily für die nächste Pause noch neue Regeln für das Spiel auf, indem sie sagte: »Wenn du die Grünen magst, dann machen wir sie zu den Murmeln mit der höchsten Punktzahl. 20 für die Grünen
15 für die Schwarzen und alle anderen 10 Punkte. Ich habe keine Grünen, sagte Severus enttäuscht klingend. Lily öffnete ihren Murmelsack und suchte einige heraus, bis sie 5 zusammen hatte, die sie ihm gab. Welche willst du von mir? Fragte er. Keine, die gebe ich dir so. Die Glocke ertönte und die Pause fand ein Ende, die Erinnerung ebenfalls. Und? Fragte Ginny aufgebracht, als sie Harrys bewegten Gesichtsausdruck bemerkte. Was war es? Was Schlimmes? Nein, wiegelte er mit dem Hauch eines Lächelns auf den Lippen ab, bevor er sich dem Tisch näherte. Er nahm den Sack, öffnete ihn und suchte nach etwas Bestimmten, bis er tatsächlich die grünen Murmeln fand, die Lily in der Erinnerung gerade Severus geschenkt hatte. Er seufzte zufrieden, bevor er die Murmeln über die Finger wieder in den Sack rollen ließ und für einen Augenblick über das eben Gesehene nachdachte. »Wir müssen uns fertig machen, Ginny, sonst kommen wir wieder zu spät zu deinen Eltern.« An Harrys Tonfall deutete nichts auf eine Verstimmung hin. Im Gegenteil, denn er hörte sich sehr glücklich an. »Ich bin längst fertig.« »Na dann!« Hermine anblickend wollte er wissen. »Möchtest du mitkommen? Charlie ist auch da.« »Nein, danke. Ich bleib hier.« erwiderte Hermine, obwohl sie ein wenig mit sich haderte. »Sag mal, Harry, war es eine Erinnerung an deine Mutter?« Er nickte, sodass sie lächelte und laut vermutete. »Mit Severus zusammen beim Murmelspielen?« »Woher weißt du das?« »Ich habe es nur geahnt. Ein wenig unterhalten wir uns schon miteinander, wenn er nicht sofort wieder auf unnahbar macht.« »Was hast du heute vor?« Harry fühlte sich schuldig bei dem Gedanken, dass Hermine kein anständiges Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familie, zumindest ihrer Freunde, feiern konnte. »Ach, ich weiß nicht. Severus hat mir erzählt, dass er magische Wasserhyazinthen hätte. Entweder brauchen wir einen Trank oder wir bewerfen uns damit.« Ginny rollte mit den Augen, bevor sie wenig überzeugt sagte. »Hört sich beides lustig an. Hermine, wirklich.« Sie holte einmal tief Luft. »Du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn dir hier zu langweilig wird.« »Danke, das weiß ich doch. Dann grüß mir ja alle schön,« sagte Hermine winkend, bevor sie die beiden verließ. Das Frühstück in der großen Halle ließ Hermine ausfallen, denn sie war in einem Gang auf Remus gestoßen, mit dem sie sich prächtig unterhielt. Er würde sich in einigen Minuten mit Tonks treffen, um zu Andromeda und Ted zu gehen, und er fragte nochmals, ob sie nicht mitkommen wolle. Sie lehnte ab, aber dank Remus war sie nun in bester Laune, nachdem sie sich von ihm verabschiedet hatte und nach Severus suchte. Seine Räume waren leer, weswegen sie ins Büro hineintrat. Hinter einer Tür hörte sie Anzeichen dafür, dass er nebenan sein musste. Kaum hatte sie das Labor betreten, fragte er sie. »Sind Sie mit der Herstellung von Papier vertraut?« machte sie. Er hatte sie völlig überrumpelt. »Nur theoretisch«, erwiderte sie unsicher. »Ah, Sie haben also darüber gelesen, wie über so vieles?« wollte er wissen, weswegen sie nickte. »Sie kennen aber keine Fachbegriffe?« »Ich würde sagen, ja«, antwortete sie skeptisch. »Wir könnten«, begann er, als er auf ein aufgeschlagenes Buch deutete, »Papier für die schnelle Fernkommunikation herstellen, damit sie einmal mit magischen Wasserhyazinthen gearbeitet haben.« Erstaunt zog sie beide Augenbrauen in die Höhe, denn so ganz wusste sie nicht, worüber er sprach. »Wenn Sie ein oder zwei Tropfen des Dracheneidotters entbehren könnten?« »Ja, natürlich. Aber eine Sache möchte ich vorher noch wissen. Wegen unserem Gespräch gestern...« Er verzog das Gesicht. »Sie werden einfach so tun, als hätte es nie stattgefunden, oder?« »Ja«, war die knappe Antwort, aber immerhin war er ehrlich gewesen.
Sie seufzte, bevor sie die Angelegenheit auf sich beruhen ließ, und fragte: Was genau für ein Papier soll das sein? Die Überschrift in dem aufgeschlagenen Buch sagte ihr nichts. Noch nie davon gehört? Nun ja, seit das Flohnetzwerk Einzug in fast alle Häuser erfunden hat, wird es sehr selten benutzt. Der Produktionsaufwand ist einfach zu groß. Das Interessante ist die Arbeitsmethode selbst, denn es geht hauptsächlich um die Herstellung eines Objekts, welches mit Hilfe von Trankzutaten und Zaubersprüchen seine Einzigartigkeit erhalten soll. Es wird ein großes Blatt Papier hergestellt, welches, wenn alles korrekt vonstatten gegangen ist, bis zu 1000 Mal verwendet werden kann. Aber nicht nur das. Wenn Sie ein Schreiben verfassen, dann kann derjenige, der im Besitz der anderen Hälfte des Blattes ist, den Brief sofort lesen, denn die Schrift materialisiert sich auf ihm. Funktioniert theoretisch ganz ähnlich wie die Verbindung zwischen Küche und großer Halle. Der Zauberspruch, der die Mahlzeiten aus der Küche hinaufschickt, ist ebenfalls in der Herstellung des Papiers enthalten. Nur dass es sich um die Schrift handelt, die hierüber zu seinem Pendant geschickt wird und nicht um ein Kürbistörtchen. Interessiert? Hermine hatte ganz genau zugehört und sie hatte großes Interesse, weswegen sie heftig nickte. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir für das neue Jahr bereits unser Projekt. Sie unterbrach. Für das neue Jahr erst? Das ist noch eine Woche hin. Worüber ich mir selbstverständlich im Klaren bin. Sie haben Ferien, Hermine. Sie machte ein Gesicht, als hätte man ihr den Kniesel weggenommen. Oder möchten Sie etwa... Heute? Ja, sicher. Fuhr sie ihm begeistert über den Mund. Er wies sie darauf hin. Es würde einige Tage in Anspruch nehmen. Kein Problem. Fangen wir gleich an oder frühstücken wir vorher? Ich habe irgendwie Appetit auf Kürbistörtchen bekommen. Zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiteten einige Menschen, wie beispielsweise Severus und Hermine, freiwillig miteinander, während andere arbeiten gehen mussten, wie die Vorsitzende des Zaubergamots, Rosalind Baltimore, die auf dem Stuhl in ihrem Büro wie auf glühenden Kohlen saß. Es war gerade ein Rundschreiben angekommen. Eine neue mysteriumsinterne Anweisung war auf ihrem Schreibtisch gelandet, die ihr und jedem anderen Mitarbeiter deutlich machte, dass ein vor etlichen Monaten gemachter Vorschlag nun in die Tat umgesetzt worden war. Rosalind las die Anweisung wieder und wieder und ab und an seufzte sie. »Hätte das nicht noch warten können?« fragte sie leise in den Raum hinein. »Verdammt!« Sie legte eine Hand über ihre Augen, bevor sie die Anweisung nochmals las und dort stand geschrieben. Laut des Vorschlags Nummer 1138 sollen inhaftierte Personen eine Verhandlung erhalten. Alle Inhaftierten sollen ab sofort vor, während und nach der Verhandlung einen Beistand gewährt werden, der in rechtlichen Dingen unterstützend zur Hand gehen soll. Um jeden Fall zur Zufriedenheit des Ministeriums und des Angeklagten zu klären, die Gründe entnehmen Sie bitte erwähntem Vorschlagsrundschreiben. Rosalind brauchte keinen Blick in die Nummer 1138 zu werfen, denn sie war eine von denen gewesen, die diesen Vorschlag ausgearbeitet hatte. Es gab in Azkaban einfach zu viele Zauberer und Hexen, die damals ohne triftigen Grund inhaftiert worden waren. Unschuldige. Der Vorschlag war angenommen worden und würde denen zugutekommen, die einst ohne eine Verhandlung nach Azkaban gebracht worden waren. Doch auch Menschen wie Lucius Malfoy würden von dieser neuen Anordnung profitieren, und das war es, was Rosalind zu schaffen machte. Sie musste für Malfoy einen Beistand bestimmen und sie überlegte, welchen Dummen sie dafür finden könnte. Einen Tag später fand sich ein Mann Ende 30 im Mungus ein. Er trug einen schmalen Aktenkoffer und einen schicken Anzug. Geduldig wartete er, bis der Sicherheitsmann eine Schwester geholt hatte, die ihn zu Mr. Malfoy begleiten würde. »Mr. Malfoy«, sagte der junge Mann begrüßend, der die Hand ausstreckte, die von einem verdutzten Lucius ergriffen wurde. »Mein Name ist Sid Duval.
Ich bin ab jetzt Ihr rechtlicher Beistand. So, sagte Lucius langgezogen und skeptisch. Sie sind das. Ja, Mr. Malfoy, versicherte der Herr mit dem rabenschwarzen Haar und stechend blauen Augen. Sind Sie rein blödig? Fragte Lucius unverhofft. Ja, Sir, aber warum... Ich wollte nur sehen, ob man mir womöglich einen Beistand gewährt, der einen Groll gegen meine Herkunft hegen könnte. Es war für Lucius eine Leichtigkeit, sich in eine Opferrolle zu begeben. Dann waren sie sicherlich in Slytherin. Erwartungsvoll hob Lucius eine Augenbraue. Nein, Sir, antwortete Mr. Duval. Dann wenigstens in Ravenclaw? Wollte Lucius wissen. Die anderen beiden Häuser würde er nicht einmal erwähnen. Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, Mr. Malfoy. Aber ich habe Hogwarts nicht Besuch. Nicht? Lucius' Augenbraue wanderte ernüchtert wieder auf ihren Platz und er fragte sich, ob Rosalind es wagen würde, ihm eine ungebildete Person an die Seite zu stellen. Nein, Sir. Ich war in Domstrang, antwortete der junge Mann, der erwartungsvoll auf eine positive Reaktion seines Mandanten hoffte. Durmstrang! Lucius klang erfreut und ein zufriedenes Lächeln zeichnete sich auf seinem Gesicht ab. Kommen Sie, Mr. Duval, setzen Sie sich doch bitte! Nachdem Lucius Platz genommen hatte, fragte er Mr. Duval: Wie alt sind Sie? 37 Jahre, Sir, antwortete Mr. Duval freundlich. Dann waren Sie in der Schule, als Igor Kakarov dort Direktor war? Ja, Mr. Malfoy. Ich weiß, dass Sie ihn ebenfalls kannten und ich nehme an, aus der Zeit... Oh, wir kannten uns schon vorher, Mr. Duval. Nicht erst seit Voldemort. Lucius hatte es auf den Punkt gebracht, so dass Mr. Duval seinen Aktenkoffer öffnete und verlegen in seinen Papieren blätterte. Den jungen Mann vor sich beäugend fragte Lucius nach einer Weile: Seit wann bekommt jemand wie ich einen Beistand, Mr. Duval? Den bekommt ab gestern jeder Inhaftierte. Ab gestern schon? Warum sind Sie dann erst heute hier? Weil ich mich erst in Ihre Akte einlesen musste, Mr. Malfoy. Mr. Duval zog eine nicht gerade dünne Mappe heraus. Sie haben nur einen Tag benötigt, um das alles durchzulesen? Ich bin erstaunt. Ich war davon ausgegangen, es würde wesentlich länger dauern, scherzte Lucius. Dann sind Sie hier, um mich für meine Verhandlung vorzubereiten? Unter anderem, ja. Ich möchte mit Ihnen alle Vorwürfe persönlich durchgehen, damit ich Sie anständig verteidigen kann. Misstrauisch fragte Lucius seinen Beistand. Wollen Sie mich denn verteidigen? Ich muss. Aber wollen Sie auch? Ansonsten verzichte ich nämlich gern. Sollten Sie nur halbherzig bei der Sache sein? Mr. Duval atmete tief durch, bevor er mit leiser Stimme erklärte. Wie ich schon sagte, muss ich Sie verteidigen. Bisher habe ich jeden Auftrag in verschiedensten Bereichen zu vollster Zufriedenheit erledigt, falls Sie das beruhigen sollte. Mit bedrohlich säuselnder Stimme erklärte Lucius. Es könnte mich umbringen, Mr. Duval. Doch das Ministerium ist Ihr Auftraggeber. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Insofern habe ich Bedenken, dass Sie mir wirklich beistehen würden. Wie wäre es, schlug Mr. Duval vor, wenn wir erst einmal beginnen? Sollte Ihnen die Zusammenarbeit mit mir nicht zusagen, könnten Sie einen anderen Beistand fordern oder sich vor dem Gamot selbst verteidigen. Vielleicht ziehe ich das sogar in Betracht. Sich zurück in den Stuhl lehnend, forderte Lucius den jungen Mann auf. Dann unterrichten Sie mich doch bitte darüber, wie die Anklagepunkte
lauten. Mr. Deval nickte und zog ein Blatt aus den Unterlagen, welches er Lucius reichte. In diesem Moment kam Marie ins Zimmer und servierte etwas Kaffee und Gebäck. Danke, Marie, sagte Lucius lächelnd. An Mr. Deval gerichtet, stellte er vor. Das ist Schwester Marie, der Sonnenschein des gesamten Krankenhauses. Marie errötete, grüßte jedoch Mr. Deval, der sich von seinem Stuhl erhoben hatte, ihr die Hand entgegenhielt und sich selbst mit Namen vorstellte. Nachdem sie das Zimmer verlassen hatte, verblasste das Lächeln auf Mr. Devals Gesicht, nur sehr langsam, was Lucius beobachtete. Zu den Anklagepunkten, Mr. Malfoy, gibt es natürlich eine Sache, die Sie in ein sehr negatives Licht drückt. Das wäre die Tatsache Ihrer Zugehörigkeit zu den Todessern. Sie tragen das dunkle Mal, sagte Mr. Deval recht gelassen. Ich kenne drei Menschen, konterte Lucius, die ebenfalls das dunkle Mal tragen und vom Ministerium trotzdem auf freien Fuß gelassen wurden. Den einen kennen Sie ja bereits, denn ich spreche von Igor Kakarov, der ja leider verstorben ist. Der zweite ist Severus Snape, ein guter Freund von mir, der trotz seiner Vergangenheit wieder Kinder unterrichten darf. Den dritten nannte er vorläufig nicht. Mr. Snape hat als Agent für Professor Dumbledore Informationen über Voldemorts Pläne ausgekundschaftet. Lucius unterbrach. Was ich auch getan hätte, wäre ich nicht an meine Familie gebunden gewesen, um die ich mir hätte Sorgen machen müssen. Mr. Deval blinzelte ein paar Mal, bevor er Lucius direkt in die Augen sah und fragte. Wie alt waren Sie gewesen, als Sie das dunkle Mal angenommen haben? Ich war jünger als mein Sohn. Ich war gerade erst 15 geworden. Ich bin sicher, dass das vor Dumbledore nicht geheim geblieben war und er es sicherlich bestätigen würde, antwortete Lucius gelassen und auch ehrlich. Sie waren noch minderjährig, fragte Mr. Deval völlig erstaunt nach. Wie ich bereits sagte, ja, bestätigte Lucius. 15, wiederholte Mr. Deval gedankenverloren. Strapazieren Sie nicht meine Geduld? Aber wissen Sie nicht, dass sich das positiv auf die Verhandlungen auswirken könnte, weil somit einige Anklagepunkte abgeschwächt werden könnten? Nein, aber ich bin sicher, dass Sie es mir erklären werden. Zunächst will ich die Anklagepunkte einmal durchgehen, wenn Sie gestatten, sagte Lucius ein wenig irritiert, bevor er sich dem Blatt zuwandte, welches Mr. Deval ihm vorhin gegeben hatte. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.